Wann immer ich in der Vergangenheit einen Drechselkurs gegeben habe, war eine folgende Frage dabei. Philipp, was machst du eigentlich in dieser riesigen Werkstatt? Das ist eine begründete Frage, weil das ist eine sehr, sehr große Werkstatt mit einem richtig tollen Maschinenpark. Und ich sag mal, nur die YouTube-Filmchen, dafür wird das lange nicht mehr ausreichen. Deswegen gebe ich euch heute mal einen Einblick hinter die Kulissen, wie ich so manche Dinge strukturiere, speziell bei neuen Produkten, weil der Online-Shop ja natürlich sehr, sehr wichtig ist, damit das möglichst einfach in der Anwendung ist, damit es möglichst nutzerfreundlich ist und man halt eben einfach seinem Hobby nachgehen kann und sich nicht zu viele Gedanken über die technischen Dinge machen muss. Dazu gehen wir einmal rüber in den Online-Shop, damit ihr euch einmal vorstellen könnt, okay, das ist so eine Produktpalette und das, was wir heute machen, habe ich im Prinzip bei jedem Produkt gemacht. Ich zeige es euch einmal. Das hier ist auch schon der Online-Shop. Das ist eigentlich so jeden Morgen der Standardgang. Einmal die ganzen Bestellungen ausführen, damit die auch möglichst schnell beim Kunden ankommen. Und jetzt zeige ich euch mal einen detaillierteren Blick ins Regal. Ich habe vor ein paar Monaten alles einmal umgeräumt, sodass die ganzen Bausätze und alle dazugehörigen Teile einmal schön strukturiert und so ein bisschen sortiert auch aufgebaut sind. Das bedeutet, das hier sind alles Bausätze, aber auf der Rückseite haben wir noch ein paar Bausätze. Hier sehen wir auch noch jede Menge weitere Bausätze, ob es jetzt Schleifteller sind, ob es jetzt ja, der POR-Kleber ist, der steht immer hier vorne. Ein super tolles Produkt. Also wir haben auch alles ein bisschen ausgerichtet, damit es ein bisschen effizienter ist, dass man nicht immer ganz nach hinten gehen muss. Hier hinten haben wir auch zum Beispiel unsere Stiftemandrill, die man natürlich brauchen, um Stifte herzustellen. Und das hier sind alles verschiedene Produkte, die man irgendwie auch zeigen muss, damit man auch weiß als Kunde, wie benutzt man das überhaupt. Es war an der Zeit für ein paar neue Stiftebausätze. Da haben wir jetzt ein paar Prototypen rausgesucht. Ich drechsel die alle immer einmal selber ein paar Mal, damit ich sagen kann, gut, da gibt es keine Probleme, das System funktioniert und in gleichem Maße mache ich dann dazu auch immer direkt noch ein Erklärvideo, in dem ich wirklich von A bis Z zeige, wie das halt auch eben funktioniert. Gestern habe ich mit den ersten Testern bereits angefangen, da sind diese vier Stifte dabei rumgekommen und wie gehe ich da vor? Den ersten habe ich gedrechselt hinter der Kamera, um einmal zu prüfen, okay, was gibt es zu prüfen, funktioniert alles. Den nächsten habe ich gedrechselt einmal für die Produktbilder und den dritten habe ich gedrechselt einmal für das Erklärvideo, in dem ich dann von A bis Z, wie gesagt, zeige, wie funktioniert das. Dann habe ich mit dem nächsten Bausatz auch angefangen, hier wieder das gleiche als erstes hinter der Kamera, um zu prüfen, wie funktioniert das überhaupt, damit ich in dem Video dann auch gescheit zeigen kann, wie es halt eben funktioniert. Seit ein paar Wochen und Monaten mache ich auch verstärkt Kurzbeiträge für zum Beispiel Instagram, also diese Reels, die ihr dort seht, dann YouTube Shorts, da habt ihr jetzt auch einige vielleicht in der Vergangenheit schon gesehen. TikTok bin ich noch nicht so ganz stark aufgesetzt, da sind ein paar Beiträge, aber das ist derzeit noch so ein bisschen in der Entstehungsphase. Das heißt, heute wird im Zuge dessen auch noch ein Video erzeugt, einfach um dort die Reichweite auch zu nutzen. Ganz wichtig, ich rede ja nicht von der Reichweite, nur von meinen Zuschauern. Tatsächlich ist es gerade so mit diesen Kurzvideos, dass man dort auch sehr, sehr viele neue Zuschauer erreichen kann. Deswegen sollte man das auch irgendwie so bedienen. Ich bin jetzt noch keine 30 Jahre alt, deswegen muss man überall schauen, wo man halt eben noch so eine kleine Schippe drauflegen kann, dass es funktioniert. Übrigens, folgt mir doch gerne auf Instagram. Ich zeige euch mal was Cooles. Moment. Dazu habe ich auch drei Kurzvideos, glaube ich, erzeugt bis dato. Da zeige ich dann zum Beispiel ausschnittsweise, wie ich hier das Guss geschweißt habe. Es ist ein super interessantes Thema und das habe ich mir hier rausgegriffen und das halt eben in Form eines Kurzvideos gepackt. Ihr seht auch hier bewusst, das sind keine riesigen Mengen von den Testern, weil ich habe schon ein, zwei Mal festgestellt, dass die schlecht abgebildet sind, dass die Produkte nicht gut sind und da verbrennt man richtig viel Geld. Das ist halt eben so das geschäftliche Risiko, was da halt eben immer dabei ist. Und man muss auch dazu sagen, es gibt Bausätze, die funktionieren nicht so gut. Das ist dann immer Geld, was man auf gut Deutsch verbrennt, aber man lernt ein bisschen was dazu. Für das heutige Video habe ich mal den letzten Bausatz rausgesucht. Der ist ein bisschen simpler aufgebaut, aber dennoch sind die Schritte im Prinzip alle immer gleich. Ich habe hier einmal meinen Rohling, den können wir jetzt einmal bohren. Da habe ich mir auch schön ein Setup aufgebaut, damit ich das möglichst effizient für jeden Stift machen kann. Ich zeige euch einmal das Setup und dann können wir mit der Bearbeitung anfangen. Ich glaube, das ist der wahre Traum von jedem, der drechselt und Stifte herstellt, denn ich habe jeweils eine eigene Drechselbank für jede Anwendung. Diese Drechselbank ist zum Bohren, diese Drechselbank ist zum Drechseln und die letzte Drechselbank habe ich so eingerichtet, damit ich die Bausätze auch montieren kann. Das ist absolut Overkill, aber halt eben für die Produktion und wenn man sowieso die Drechselbank hier stehen hat wegen den Drechselkursen, ist es sehr, sehr angenehm. Den Rohling kann ich jetzt hier einmal einspannen und ich gebe mir auch gerade beim Bohren, das ist so eine Kleinigkeit, da gebe ich mir persönlich immer Mühe, Bausätze auszuwählen, die halt eben kein Sonderwerkzeug brauchen. Was meine ich mit Sonderwerk? Zum Beispiel einen speziellen Bohrer. Hier können wir mit einem regulären 9,5er Bohrer das Ganze entsprechend bohren. Ich habe es eben schon kurz angesprochen, der Bausatz ist ein bisschen simpler aufgebaut.
spielt jetzt aber auch keine Rolle. Ihr findet ja auf der Webseite zu den anderen Bausätzen die anderen Erklärungen. Hier kann ich jetzt einfach meine entsprechenden Distanzhülsen aufschieben und kann das Ganze dann auch gleich schon tatsächlich runddrechseln. Das Ganze ist jetzt aufgespannt. Ihr seht schon, dass ich mein Handy bereithalte. Da werde ich mich jetzt gleich so ein paar Aufnahmen mit mitfilmen, damit das dann später ein Kurzvideo wird, wo man dann sieht, okay, drechseln, zusammenbauen und so sieht das Ganze dann fertig aus. Wir leben in einer verrückten Zeit, aber die Aufmerksamkeitsspanne heutzutage, die ist ganz, ganz kurz und die muss man entsprechend bedienen, damit das halt auch überhaupt angesehen wird. Ob ich mich manchmal ein bisschen lächerlich filme, wenn ich hier solche Videoaufnahmen filme, speziell mit dem Handy, definitiv ja, aber es kommt nicht drauf an, was ich als lächerlich befinde, es kommt einfach nur drauf an, was funktioniert. Und in der Zeit sind wir heutzutage angekommen. So, jetzt kann das auch schon geschliffen werden. Da brauchen wir nochmal eine andere Kameraperspektive. Schreib doch gerne mal in die Kommentare, ob du gedacht hättest, dass so der Ablauf ist. Hättest du gedacht, dass das irgendwie was Großtrabendes ist, wo man irgendwie extern abgibt, damit sowas entsteht? Es ist eigentlich relativ simpel. Ich schaue mir die Produkte an, ich teste sie und ich entscheide, ob die halt eben dann was für einen Online-Shop sind, ob die halt eben gut nachgemacht werden können. Es sind viele kleine Baupunkte oder Bausteine, die umgesetzt werden müssen, aber im Prinzip ist es das immer. Wenn man eine große Aufgabe runterbricht zu vielen kleinen Punkten, dann sind es immer nur noch kleine Aufgaben und deswegen sieht es, denke ich, auch meistens in diesen Videos immer so lächerlich aus. Aber der ganze geisteskranke Scheiß, der teilweise im Büro abgeht, den kann ich euch leider nicht zeigen, den will ich euch auch nicht zeigen. Das sind auch kleine Bausteine, die mich aber oft zum Verzweifeln bringen. Deswegen ist es schön, dass dann ein Teil von diesen ganzen Bausteinen halt eben so aussieht, dass es einfach mal ist, auch an die Werkstatt oder in die Werkstatt zu gehen und das halt auch selber zu machen. So, jetzt noch eine Videoaufnahme, wie ich einen Zusammenbau. So ist unser Stift jetzt geworden. Den kann man hier hinten reinschrauben. Hallo, wie geht es dir? Also ich habe keine schöne Schrift, aber dafür habe ich einen schönen Stift. So hat der Prozess ausgesehen. Ich habe hier noch die Videodateien auf dem Handy. Normalerweise würde ich jetzt ein paar Videoaufnahmen machen, weil das jetzt aber in Bezug auf die neuen Bausätze das erste Video ist. Prüfe ich erstmal, wie gut das ankommt, wie viele Aufrufe dort erzielt werden, weil es ist auch immer so ein Abwiegen, macht die Arbeit Sinn für die Reichweite? Weil selbst wenn man dann 20.000 Aufrufe auf Instagram bekommt, das ist nicht so viel wert, weil das einfach ein kurz konsumierter Konsum ist oder ein kurz konsumiertes Video, da macht es nicht so viel Sinn, deswegen kommt da erstmal eins. Ich werde es jetzt mal direkt schneiden, werde es direkt hochladen. Ich schneide das tatsächlich, diese Kurzvideos, auch direkt auf dem Handy. Da habe ich mich mittlerweile dran gewöhnt und bin da auch mittlerweile sehr, sehr schnell drin. Anderthalb Stunden später, ihr fragt euch sicherlich, was ist denn in der Zwischenzeit so passiert? Also, ich habe das Video geschnitten, habe es direkt hochgeladen. Für euch als Info, das hat keine 10 Minuten. Vielleicht hat es 5 Minuten gedauert, das zu schneiden. Da bin ich relativ fix mittlerweile drin. Was habe ich in der restlichen Zeit gemacht? Also, es ist so, es gibt so seit ein paar Wochen gibt's die Information, dass bald eine neue Regulierung rauskommt, damit man Produkte sicherer macht. Hört sich zuerst mal gut an und wenn man sich damit nicht beschäftigt, denkt man, alles um etwas sicherer zu machen, ist besser. Nur das ist so dieser typisch bürokratische Aufwand, von dem jeder immer spricht. Und in so einem Produkt kommt er jetzt zum Beispiel an. Wir müssen zum Beispiel eine Risikobeurteilung für dieses Produkt hier erstellen. Da geht nichts mehr mit gesundem Menschenverstand. Wir werden eine Risikobeurteilung natürlich zu jedem Produkt dann erstellen, müssen die 10 Jahre aufheben. Und dann geht es auch noch so ein bisschen um das Thema Produktkennzeichnung. Da gibt es auch die geilsten Infos, wo ich mich auch schon echt, da hatte ich richtig Bauchweh gehabt, wo ich dann echt sehr, sehr viel mit dem Anwalt rumgeschrieben habe, was echt existenzbedrohend wäre. Und die sich halt eben nicht schlau gemacht haben, die würde dann entweder irgendwann eine Strafe bekommen. Die liegt übrigens, das hat natürlich, also die Strafe wurde schon festgelegt, da wurden teilweise Gesetzestexte noch nicht fertig geschrieben für diese neue Regularie. Strafe 10.000 bis 100.000 Euro. Alter, das macht keinen Spaß mehr. Nichtsdestotrotz, Produktkennzeichnungen, Risikobeurteilung hier bei so einem lapidalen Produkt. Naja, machen wir selbstverständlich, weil man wollte die Bude ja nicht voreilig zuschließen, aber das frisst dermaßen Zeit. Ich will hier nicht ausufern, ich habe es auf Instagram in manchen Stellen gezeigt, ist totaler Wahnsinn. Habe ich nur am Rande 15 bis 20 Stunden bis dato schon verballert, einfach um mich schlau zu machen. Ich glaube, ich bin einer der wenigen, der macht sich ein bisschen kirre. Ich will nämlich auch alles richtig machen, weil ich will das Ganze überstehe. Nicht, dass man da abgemahnt wird, das macht mich wirklich
Es ist wirklich, hat sehr viele Nerven gekostet. Für euch als Information, was steht denn als nächstes an? Als nächstes haben wir noch ein paar Bausätze. Da muss noch ein entsprechendes Video für hergestellt werden, damit es halt eben fertig geschnitten werden kann, damit das halt eben auf der Webseite veröffentlicht werden kann. Das ist immer ein separates Video, was wirklich nur genau für diesen Einsatzzweck ist, damit das auch schön ordentlich von A bis Z halt eben dann erklärt wird. Das werde ich jetzt einmal aufholen. So, jetzt machen wir einmal ein bisschen Ordnung, damit wir gleich die Fotowand vorbereiten können. Das kann noch weg. Jetzt kommen wir zu einem Projekt, das war in einem vergangenen Video. Das ist echt super praktisch, benutze ich auch sehr, sehr häufig. Und zwar ist es meine Fotowand. Ihr werdet es ja sicherlich auf einigen Farben schon gesehen haben, dass ich einen weißen Hintergrund habe. Und das Video verlinke ich euch mal oben im Eck. Jetzt haben wir auch schon mal einen weißen Hintergrund. Dann können wir uns hier Strom rausziehen. Dann brauchen wir da hinten noch Strom. Also ihr habt jetzt gerade gesehen, innerhalb von einer Minute habe ich hier meine Fotowand aufgebaut. Ich habe noch zwei Softboxen, die benutze ich auch nur noch, wenn ich Produktbilder mache. Bei normalen Thumbnails braucht man die nicht immer so unbedingt. Es gibt auch außerdem noch ein neues Produkt im Online-Shop. Ich weiß, es ist ein Sternholzschneidebrett, aber lasst mich ganz kurz erklären, was so meine Gedanken dahinter waren. Also, ein Sternholzschneidebrett, warum ist das teuer? Wenn man viele Lamellen miteinander verleimen muss, das ist schon mal ein Arbeitsgang extra, damit man erstmal ein Leimholzbrett erzielen kann. Da hat man auch viel mehr Verschnitt, wie als wenn man die direkten Lamellen miteinander verleimt. Das bedeutet, ich habe hier so ein paar Dinge optimiert, sodass wir hier diese Stirnholzschneidebretter für einen Hammerpreis anbieten können. Das ist eben so ein Zwischengedanke von mir gewesen. Okay, komm, geile Qualität für einen richtig guten Preis anbieten, weil man halt eben so an ein paar Stellen was abändert, was jetzt der Optik oder der Funktion keinen Schaden zuführt. Wir haben hier immer noch ein Stirnholzschneidebrett, wir haben aber stattdessen durchgängige Lamellen und ich schätze mal, dass es viele da draußen gibt, die sagen, das gefällt mir sowieso viel, viel besser. Schaut gerne mal in die Videobeschreibung, die Dinger kosten irgendwie um die 60 Euro, Stand jetzt. Der Preis ist nicht festzusehen, was ich hier im Video sage, kommt auch immer drauf an, was halt eben das Holz im Einkauf kostet. Für euch als Information, jetzt geht es aber um die Stiftebausätze, die können wir jetzt hinten einmal platzieren und dann Produktbilder machen. Dann richte ich mir immer ganz gerne mal die Kamera aus mit dem Stativ. Das Video verlinke ich mal oben rechts im Eck. Kann man das auch wirklich wunderbar einstellen. Dann positioniere ich noch so ein bisschen die Softboxen, dass ich da einfach jede Menge Licht drauf bekomme, dass ich später den Hintergrund annähernd weiß bekomme. So, das sieht gut aus. Ich mache jetzt ein paar Bilder und dann sehen wir uns gleich wieder. Zack! Wieder ein bisschen später, die Bilder sind fast fertig, die müssen jetzt nur noch auf der Webseite eingepflegt werden und ich werde mir alles in der Videobeschreibung verlinken, dann könnt ihr euch dort anschauen, wie das alles dort geworden ist. Ich denke so, das Große und Ganze ist einfach das Komplettpaket, dass das halt eben passt. Wir haben gute Bilder, wir haben ein Video, wo wir uns den Bausatz, der dann so auch bei uns ankommt, wir können uns anschauen, wie sieht der wirklich aus, denn in einem Video kann man das immer besser erahnen als in einem Produktbild. Deswegen war ich davon zu Beginn schon immer ein großer Freund. Denn das ist auch damals so entstanden, dass ich in einem anderen Online-Shop Bausätze bestellt habe, habe falsche Dinge bestellt und wusste halt nicht so genau, wie das funktioniert. Und damals ist so der Gedanke entstanden, dass ich das dann halt eben auf meine Art und Weise verpacke und das funktioniert tatsächlich relativ gut. Das heißt, dieses Komplettpaket zwischen Social Media, einem guten Angebot und so, dass es der Kunde halt auch eben gut nachmachen kann, dass der halt, wie am Anfang schon angesprochen, einfach Freude hat mit den Bausätzen. Das ist so meine Geheimzutat zu diesem Online-Shop. Es ist nicht so wild, es sind aber viele Kleinigkeiten, die man einfach machen muss. Leute, heute ein bisschen unstrukturierteres Video, seid mal nicht böse, ist wirklich ein bisschen schier im Moment alles, was da an Regularien kommt, das hat mich schon wirklich sehr, sehr viele Nerven gekostet. In diesem Sinne, ciao.